einer Handvoll auserlesener Zutaten zaubern sie im Handumdrehen eines der beliebtesten Gerichte von Südostasien. Das sind Bullenspiessli mit Erdnusssoße. Schön, dass Sie heute reinschauen. Grüezi miteinander. Mit Limette, Erdnussöl, Sojasauce, Knoblauch, Ingwer und Honig wird die Marinade und die Basis von der Erdnusssoße hergestellt. Von der Limette einen Esslöffel auspressen, 2 Esslöffel Erdnussöl beigeben und ebenso 2 Esslöffel milde Sojasauce. Einen Knoblauchzehen dazu pressen. Vom Ingwer ein Stück abschälen, dann fein dazu raffeln. 2 Esslöffel Honig beifügen und alles gut mischen. 4 Bullenbrüste längs vierteln. Die einzelnen Stücke mit ein bisschen Haushaltsfolie bedecken und dann flach klopfen. Wer keinen Fleischklopfer hat, kann auch eine kleine Pfanne brauchen. Das flach geklopfte Stück Fleisch nochmal längs halbieren und anschliessend je 2 Stück wellenförmig an ein Spiessli stecken. Die dünnen Enden kann man doppelt nehmen und so aufspiessen. Das mit allen Bullenteilen so machen. Jetzt von der Marinade die Hälfte für die Erdnusssoße in einen Messbecher auf die Seite stellen. Mit dem Rest die Fleischspiessli bestreichen. Zum Marinieren die Spiessli zudecken und dann gerade für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Für die Erdnusssoße 60 g gesalzene Erdnüsse direkt in den Messbecher abwägen. 2,5 Deziliter Kokosmilch dazugießen. Ebenso noch etwas zusätzliche Sojasauce. Um dem Ganzen noch gewisse Schärfe zu geben, kommen jetzt je nach Gusto noch 1 bis 2 rote Chili dazu. Die aber vorher noch entkernen und fein hacken. Jetzt alle Zutaten mit dem Mixer fein pürieren. Und dann alles in eine kleine Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln. Die Pfanne jetzt von den heißen Platten wegnehmen beim Abkühlen, bekommt sie jetzt nämlich genau die richtige Konsistenz, die eine Erdnusssoße haben sollte. Sie wird nämlich ein bisschen dicklich. Fleischspiessli vor dem Anbraten noch salzen. Zum Anbraten ein bisschen Erdnussöl in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen. Unbedingt die Temperatur abschalten, sonst werden die Spiessli durch den Honig in der Marinade schnell dunkel. Bei mittlerer Hitze jetzt also die Spiessli portionenweise auf jeder Seite ca. 4 Minuten braten. Die fertigen Spiessli bei 60 Grad im Ofen innen warm halten. Anschließend die restlichen Spiessli anbraten. Jetzt alles schön anrichten und servieren. Gönnen Sie sich mit dem Gericht eine kulinarische Freude. Gutes Gelingen und hoffentlich bis bald wieder. Ade miteinander.